Zugeschaltet ist jetzt Dirk Wiese, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Wiese, ich grüße Sie. Hallo, schöne Grüße. Also einige Punkte, die da zu besprechen sind, fangen wir vielleicht damit mal an. Die FDP, die fordert jetzt außerdem, die Geldleistungen an Flüchtlinge weitgehend durch Sachleistungen zu ersetzen, um Deutschland weniger attraktiv für Flüchtlinge zu machen. Ist das mit der SPD grundsätzlich zu machen? Wissen Sie, es gibt ein geflügeltes Sprichwort, das sagt, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Und schon heute ist es so, dass in Aufnahmeeinrichtungen nach dem Asylgesetz sozusagen Sachleistungen der Regelfall sind. Wir haben das also schon und von daher bin ich ein bisschen überrascht über diese Forderung. Ich glaube, wir sollten es den Ausländerbehörden vor Ort mit einer Ausweitung nicht noch komplizierter machen. Unser Anliegen, glaube ich, muss es am Mittwoch sein bei dem wichtigen Gipfel im Kanzleramt, dass wir mit den Ländern, mit den Kommunalvertretern insbesondere darüber reden, wie wir Asylverfahren vereinfachen, wie wir Prozesse digitalisieren, wie wir letztendlich dafür sorgen können, dass die große Zahl an Fällen schneller abgearbeitet werden können und Entscheidungen auch dann vor Ort getroffen werden können, in die eine oder in die andere Richtung. Von daher nicht noch komplizierter machen durch etwas undurchdachte Vorschläge, sondern Mittwoch zum Gelingen beitragen, dass Verfahren beschleunigt werden. Herr Wiese, aber so wie ich es verstanden habe, sind die 410 Euro, die Flüchtlingen eben nach der Erstaufnahme dann pro Person zustehen, zum Teil in Sachleistungen vorgesehen. Es wird aber auch Bargeld ausgezahlt. Das beklagt ja unter anderem auch der griechische Ministerpräsident Mitsotakis, der erst im vergangenen Monat die hohen Sozialleistungen für Flüchtlinge hierzulande für die Sekundärmigration in der EU verantwortlich gemacht hat. Müsste man nicht also doch an der Stellschraube Finanzen drehen? Die Niederlande machen das ja auch, und zwar sehr erfolgreich. Ja, aber nochmal, die Sachleistung ist in den Aufnahmeeinrichtungen der Regelfall. Und nach allen Studien, die auch vorliegen, die dies untersucht haben, sind sozusagen die bestehenden Leistungen kein Pull-Faktor. Das wird oft anders kolportiert von dem einen oder anderen, der generell eine andere Flüchtlingspolitik haben möchte. Aber nochmal, das Märchen des Pull-Faktors, so will ich mal sagen, ist von vielen Studien aus der Wissenschaft schon längst widerlegt worden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der will jetzt Abschiebungen beschleunigen und hat deswegen auch vorgeschlagen, dass man Flüchtlingshilfe bzw. Entwicklungshilfe kürzen sollte bei den Staaten, die ihre eigenen Staatsbürger nicht mehr zurücknehmen. Ist das ein gangbarer Weg? Nein, das ist ein völlig undurchdachter Vorschlag und ist, glaube ich, eher dem bayerischen Landtagswahlkampf geschuldet, in dem sich Herr Söder gefühlt schon seit Monaten befindet. Wir müssen doch gerade auch über die Entwicklungshilfe dafür sorgen, dass Fluchtursachen angegangen werden, dass Menschen sich erst nicht auf den Weg machen nach Europa, den gefährlichen Weg nach Europa übers Mittelmeer, sondern dass wir auch in den Ländern, wo wir Entwicklungshilfe leisten, durch diese Gelder Perspektiven schaffen. Und von daher ist das ein undurchdachter Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten. Ich kenne ihn, es kann sich auch morgen schon wieder ändern. Allerdings ist ja auch im Gespräch, die EU befürwortet das auch, dass man Rücknahmeabkommen schließt mit den Herkunftsländern. Und da haben sich ja in der Vergangenheit schon auch verschiedene Bundesregierungen die Zähne ausgebissen. Glauben Sie, dass man überhaupt über normale Rücknahmeabkommen etwas erreichen kann? Ja, das kann man. Und es ist richtig, dass die Bundesregierung jetzt mit einer gemeinsamen Position in die Verhandlungen zu einer Neuordnung der europäischen gemeinsamen Asylpolitik hineingeht. Ich bin sowohl Bundesinnenministerin Nancy Faeser als auch Annalena Baerbock sehr dankbar, dass man jetzt mit einer geschlossenen Position in Europa in diese Verhandlungen reingeht. Es ist wichtig, hier klare Regelungen zu finden, auch die Frage letztendlich der Asylzentren an den Außengrenzen, um schnell Asylverfahren zu Entscheidungen zu führen, ist richtig. Aber genauso ist es richtig, und das gehört dazu, Migrationsabkommen mit den Ländern abzuschließen. Und wir haben ein erstes hinbekommen mit Indien. Weitere Länder müssen jetzt folgen, damit wir sozusagen dort, wo wir Schwierigkeit haben, Abschiebungen, Rückführungen durchzuführen, zu Ergebnissen zu kommen und gleichzeitig legale Migrationswege nach Europa, nach Deutschland dadurch eröffnen können. Indien mag vielleicht ein Erfolgsfall sein, aber mit den Maghreb-Staaten hat es schon in den vergangenen Jahren eben deutliche Probleme gegeben. Da hat es gar nicht funktioniert. Warum sollte es da jetzt besser funktionieren als vor 10, 15 Jahren? Weil wir als Bundesregierung mit Nachdruck jetzt mit diesen Ländern in den Austausch eintreten. Wir haben hier nicht ohne Grund Joachim Stamm zu einem Sonderbevollmächtigten gerade für diese Migrationsabkommen ernannt. Ja, das werden keine Gespräche, die von heute auf morgen gelingen werden. Aber es ist richtig, das anzugehen. Und ich denke übrigens dann nicht nur an die Staaten in Nordafrika. Ich denke zum Beispiel auch an den Irak und ich denke auch
dabei an Georgien und Moldau, die wir dringend zu sicheren Herkunftsländern einstufen sollten. Auch das wird eine wichtige Diskussion sein am Mittwoch im Kanzleramt. Die FDP fordert zudem eine Zeitenwende in der Flüchtlingspolitik. Sie will die verfehlte Migrationspolitik von Angela Merkel beenden, die ihre Partei ja uneingeschränkt mitgetragen hat. Braucht es also eine völlige Neuordnung der Flüchtlingspolitik? Ich glaube, was wir am Mittwoch brauchen, ist ein gemeinsames Ergebnis von Bund, Ländern und Kommunen, dass wir uns gemeinsam dieser herausfordernden Situation stellen, aber auch gemeinsam in Europa vorankommen, auf der europäischen Ebene, wo es, wie Sie es richtig gesagt haben, nicht einfach ist, zu Ergebnissen zu kommen. Aber ich merke momentan, dass ein Momentum auf der europäischen Ebene da ist, möglicherweise im zweiten Halbjahr unter der spanischen Ratspräsidentschaft, um hier zu Ergebnissen zu kommen, die richtigerweise in den vergangenen Jahren auch unter Horst Seehofer nicht gelungen sind. Die AfD ist derzeit ja in den Umfragen zumindest die stärkste Partei in den neuen Bundesländern. Und bundesweit liegt die SPD in den Umfragen auch nur noch knapp vor der AfD. Welchen Anteil hat daran das Thema Flüchtlinge Ihrer Meinung nach? Wissen Sie, ich bin nicht jemand, der auf Umfragen schaut. Wenn ich jeden Tag auf Umfragen schauen lasse und mich davon treiben würde, dann könnte man nicht sozusagen vernünftig und in Ruhe Politik machen. Von daher, aber die Umfragen spiegeln die politische Meinung bei der Bevölkerung ja dennoch wider. Ja, aber entscheidend sind die Wahlergebnisse wieder im September 2025. Und ich bin relativ guter Dinge, dass am Sonntag bei der Landtagswahl in Bremen ein anderes Ergebnis da sein wird. Von daher würde ich mal ein bisschen mit den Umfragen nicht immer jeden Tag drauf schauen. Viele Bürgermeister und Landräte berichten ja, dass bei Ihnen vor Ort die Stimmung allmählich zu kippen droht. Sie fordern jetzt eine wirkungsvolle Begrenzung der Zuwanderung, um zu verhindern, dass da zusätzlich zu den Ukrainern in diesem Jahr tatsächlich die kolportierten 300.000 Asylbewerber aus anderen Regionen der Welt dazukommen. Können Sie den Landräten Hoffnung machen mit Blick auf den Mittwoch? Ich glaube, das, was am Mittwoch auf dem Tisch liegt, fernab der Finanzierungsfrage, die gerade natürlich im Vorfeld sehr intensiv diskutiert wird zwischen den Ländern, zwischen dem Bund, zwischen der kommunalen Ebene, sind am Mittwoch doch, glaube ich, wichtige Weichenstellungen im Hinblick auf schnellere Asylverfahren, auf Rückführungen, auf ein gemeinsames Vorankommen auf der europäischen Ebene auf dem Tisch. Nochmal, ich habe ein großes Interesse daran, dass wir Mittwoch zu vernünftigen Ergebnissen kommen, aber natürlich auch jede Ebene ihrer Verantwortung gerecht wird. Mich ärgert es zum Beispiel, dass Nordrhein-Westfalen 2015, 2016 noch 70.000 Erstaufnahmeplätze hatte und in der jetzigen Situation erst bei 30.000 ist. Das heißt, auch Bundesländer, die gerade sehr oft sich äußern medial, wie Hendrik Wüst, haben auch noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Und von daher, wir müssen gemeinsam zu Ergebnissen kommen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wiedersehen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.